in der Vergangenheit gute Tradition, dass das Land und die Bundeswehrführung hier Hand in Hand zusammengearbeitet haben, um das Beste für die Soldatinnen und Soldaten zu erreichen. Und wir wollen diese Tradition fortsetzen. In diesem Sinne, Herr Oberst Hannemann, Ihnen nochmals ein herzliches Willkommen hier im Saarland, eine gute Hand für die Zukunft und Ihnen allen, liebe Soldatinnen und Soldaten, ein herzliches Glück auf.